Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der große Erfolg der deutschen Wirtschaft und auch auf dem Arbeitsmarkt hängt ganz wesentlich mit unserem starken produzierenden Gewerbe zusammen. Und für die Wertschöpfungskette in unserem Land hat dabei als Basisindustrie die Stahlbranche eine ganz besondere Bedeutung. Mit einer jährlichen Produktion von etwa 42 Millionen Tonnen Rohstahl ist Deutschland die Nummer eins in Europa, weltweit der siebtgrößte Stahlhersteller. Und auch die Beschäftigtenzahlen spiegeln dies wider. Direkt in Deutschland sind etwa 85.000 Menschen beschäftigt, im Übrigen in den letzten 10 Jahren relativ stabil. Und in Europa sind fast 320.000 Menschen in der Stahlindustrie beschäftigt. Noch eindrucksvoller wird es, wenn man auf die engen Verflechtungen mit anderen Industriebranchen wie der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Elektrotechnik, dem Baugewerbe sowie der Stahl- und Metallverarbeitung schaut. Mit rund 3,5 bis 4 Millionen Beschäftigten stehen die stahlintensiven Branchen für 2 von 3 Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe. Man kann also sagen, Stahl ist das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft und ist im Übrigen, ist auch schon angeklungen, ein absoluter Innovationsmotor. Aus genau diesem Grund und wegen des schwierigen Marktumfeldes haben wir in der vergangenen Legislaturperiode zusammen mit der SPD einen Antrag mit dem Titel Stahlindustrie in Deutschland und Europa stärken verabschiedet. Wir waren uns einig, dass wir diesen für die deutsche Volkswirtschaft so enormen wichtigen Industriezweig zwingend unterstützen müssen, auch zur Sicherung der Arbeitskräfte in Deutschland. Nochmal ein Blick auf den Weltmarkt. China produziert mit rund 800 Millionen Tonnen etwa 50% des gesamten Weltmarktes. Und Überkapazitäten führen zu einem Überangebot an Stahlprodukten und damit zu Dumpingpreisen, ganz abgesehen von dem damit verbundenen CO2-Ausstoß. Die Stahlnachfrage in der gesamten EU beläuft sich auf rund 152 Millionen Tonnen. China allein produziert aber in diesem Jahr Überkapazitäten von 330 Millionen Tonnen und überschwemmt den Markt mit Stahl, zumal dieser durch staatliche Maßnahmen verbilligt angeboten wird. Wir waren uns einig, dass die Stahlindustrie mit Problemen konfrontiert ist, denen wir politisch begegnen müssen. Und Ziel des Antrags aus dem Frühjahr 2016 war, die Stahlindustrie zu stärken. 3 wesentliche Punkte waren: erstens, die EU mit Nachdruck aufzufordern, verstärkt gegen Anti-Dumping und China vorzugehen. Zweitens, bezahlbare Strompreise im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit und des Klimaschutzes. Und drittens, Anpassungen bei den Regelungen zu den Emissionshandelszertifikaten und zum Benchmark. Und all die Punkte, dort waren wir uns einig. Und es hat sich auch einiges getan. Die Europäische Union hat wirksame Maßnahmen gegen unfaires Preisdumping aus China, aber auch aus Russland, Brasilien und anderen Ländern beschlossen. Die EU ermittelt in über 100 Fällen gegen China. 53 Produkte sind mit Strafzöllen mittlerweile belegt. Darüber hinaus hat sich die gemeinsame Verhandlungsgruppe aus Europäischem Rat, EU-Kommission und EU-Parlament auf eine Erhöhung der Emissionszertifikate, die energieintensive Unternehmen kostenfrei erhalten, geeinigt. Auch das trägt zur Wettbewerbsfähigkeit bei. Allerdings wäre es auch hilfreich gewesen, und Kollege Pfeiffer hat schon angesprochen, wenn Bundesumweltministerin Hendricks in den Trilogverhandlungen den Antrag des EU-Parlaments für eine Befreiung der Kuppelgasverstromung von der EEG-Umlage unterstützt hätte, denn dies war auch eine Forderung unseres gemeinsamen Antrags. Der vorliegende Antrag der SPD ist in großen Teilen wortgleich zum Antrag aus der vergangenen Legislaturperiode. Er soll eine Weiterentwicklung darstellen, wobei er sich nicht nur um die Stahlindustrie insgesamt dreht, sondern vielmehr auf die konkreten Fusionspläne von ThyssenKrupp und Tata Steel konzentriert. So sehr manche Forderungen auch nachvollziehbar sind, wäre zunächst der Sachstand und die Umsetzung unseres gemeinsamen Antrages aus dem Jahr 2016 zu diskutieren. Der vorliegende Antrag steht zwar einerseits vernünftige Forderungen auf, fordert aber auch Maßnahmen, die nicht in den Kompetenzbereich des Gesetzgebers gehört.
Aufgabe des Gesetzgebers ist es, für die richtigen wettbewerblichen Rahmenbedingungen zu sorgen, für ThyssenKrupp in NRW, aber auch für alle anderen Stahlstandorte in Deutschland. Dabei können und dürfen wir aber nicht in strategische Entscheidungen des Unternehmens eingreifen. Unternehmenssitz ist so ein Thema gewesen, das schon angesprochen wurde, und dürfen auch nicht in die Aufgaben der Tarifpartner, der Gewerkschaften eingreifen. Und im konkreten Fall, auch eine Forderung aus dem Antrag, hat ThyssenKrupp übrigens bereits zugesagt, dass die Arbeitnehmer die Montanmitbestimmungsrechte beibehalten, so wie sie heute auch sind. Im zuständigen Ausschuss sollten wir deshalb über den Antrag nochmals diskutieren, aber mit dem Fokus darauf, wofür ist Politik zuständig, wofür sind die Tarifpartner, sind die Gewerkschaften zuständig und wofür ist das Unternehmen zuständig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache.